Kluge Papageien. Wir sind neugierig geworden, was die Vögel noch alles drauf haben und machen uns auf nach Cannes. Hier in Südfrankreich lebt der Tiertrainer Marc Steiger mit seinen Papageien. Er glaubt, die Aras können eigentlich noch viel mehr. Doch auf ein Problem stößt er im Training immer wieder: die Kommunikation. Wenn Sie dem Tier genau und schnell sagen könnten, was Sie von ihm erwarten, würde man viel schneller vorwärts kommen. Aber das Tier versteht schon überhaupt gar nicht, was Sie eigentlich von ihm wollen. Meine Papageien, die haben das gleiche Problem mit mir. Vielleicht wollen die mir etwas beibringen und die denken, also der ist ja wirklich auch sehr blockiert, nicht? Also der versteht ja gar nichts. In unserem Test tritt der Gelbbrust-Ara Saphir an. Die Aufgabe? Er muss die Farbklötzchen in die richtigen Lücken einsortieren. Saphir macht sich an die Arbeit, zielstrebig. Stein für Stein bringt er die Farbklötzchen an den richtigen Platz. Bravo, wasi, wasi. Kein einziger Fehler unterläuft ihm. Bravourös meistert Saphir diese Aufgabe. Bravo, Saphir, bravo, bravo, c'est très bien, bravo, bravo. Wir erhöhen die Schwierigkeit. Marc Steiger vertauscht die Farbklötzchen. Hier herrscht jetzt ein wildes Farbdurcheinander. Wie wird Saphir reagieren? Bravo, Saphir. Was ist Saphir? Bravo. Der Ara macht sich an die Arbeit. Schon nach wenigen Sekunden sind die ersten beiden Klötzchen am richtigen Platz. Die Aufräumaktion geht weiter. Nach weniger als 2 Minuten ist das Farbchaos beseitigt. Jetzt soll der 8-jährige Roy gegen den dunkelroten Ara Ruby antreten, in einem Gedächtnistest. Du solltest dir die Farbe von jedem Objekt merken, von jedem Stein. Ich drehe das dann weg. Und du solltest hier die richtige Farbe auf jedes Objekt legen. Die Schwierigkeit ist nun, dass dieses Puzzle hier eine ganz andere Konfiguration hat als dieses hier. Ist nicht das gleiche Puzzle. Ruby, schau. Beide haben das gut gesehen. Jetzt wollen wir mal sehen, wer das bessere Gedächtnis hat. Gut. Roy legt los. Zunächst sieht es gut aus. Die ersten Farben alle richtig. Doch dann der erste Fehler. Und auch die letzten beiden Steine hat Roy vertauscht. 3 Fehler insgesamt bei dem 8-Jährigen. Was macht Ruby? Kann er Roy schlagen? Der erste Stein gleich ein Treffer. Und auch beim Rest irrt der Ara kein einziges Mal. Eine tolle Leistung. Aber Marc Steiger gibt zu, Ruby hatte einen Vorteil. Er kannte die Farbkombinationen schon lange vorher. Der Papagei hatte Monate gebraucht, um das auswendig zu lernen. Und der Kleine hatte nur eine Chance von ein paar Sekunden. Nicht? Also fair war es nicht. Aber es zeigt vielleicht trotzdem, dass ein Papagei etwas Abstraktes auswendig lernen kann. Clevere Papageien. Sie puzzeln, denken logisch und können tanzen. Einfach faszinierend.